Erster Teil: Siegfried der Held. Wie Siegfried jung war, zu Mime in die Lehre kam, den Drachen erlegte und den Nibelungenschatz gewann. Kapitel 1. Wenn ihr den Rhein hinunterwandert, immer tiefer ins niederrheinische Land hinein, seht ihr aus der schweigenden Ebene eine altertümliche Stadt sich erheben, die zu träumen scheint. Xanten ist sie gehießen, und sie träumt von ihrer großen Vergangenheit, von alten, stolzen Zeiten, da noch ein König hier herrschte, weit bis nach Niederland hinein, da noch die Drachenschiffe, nordische Seeräuber vom Meere, heraufkamen in den Rhein und des Königs starke Ritter, die auf dem Rheinwiesen ihre Rosse im Turnier tummelten, die Feinde erschlugen und ersäuften, dass es eine wilde Lust war. Hei, wie in den Heldentagen, die Trompeten jauchzten, die Schwerter blitzten und die Schilde krachten, als kämpfte ein herrlich Gewitter rein auf und rein ab. Da war die Zeit, da dem König Siegmund und seiner Königin Sieglinde ein Sohn geboren wurde, und weil nach heißen Siegen Friede herrschte, so nannte sie ihn Siegfried, wie ein junger Baum, den die Gärtner mit Fleiß und Liebe hüten, wuchs der Knabe auf. Spielend lernte er die Aufgaben, die seine Lehrer ihm stellten, und war als Kind schon so klugen und hellen Geistes, wie weniger von ihm noch nach ihm. Das tat, dass er nach den Schulstunden nicht in den Stuben hockte und sich nicht an Mutters Schürzenband hängte, sondern wie ein rechter Knabe, der ein ganzer Mann zu werden wünscht, durch Wiesen und Wälder rannte, die Stimmen aller Tiere erforschte und die Geschichten, die der Wald erzählt und die Wellen des Rheines raunen. So wurde nicht nur sein Körper stählern und biegsam wie eine gute Klinge, sondern auch sein Blick wurde scharf und sein Gehör hell und sein Denken rasch und sicher.